Ja, wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu unserem ersten Sub-Slam Lesebühnen-Special hier auf dem YouTube-Kanal des Poetry Slam Bayreuth. Wie gesagt, schön, dass ihr eingeschaltet habt, wenn ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt eingeschaltet. Was machen wir heute Abend? Was ist eine Lesebühne? Ganz, ganz kurz, eine Lesebühne ist im Endeffekt nichts anderes als ein Poetry Slam, nur komplett anders. Das heißt, wir haben heute keinen Wettbewerb. Die Texte werden heute nicht im Wettbewerb gelesen. Es gibt keine Siegerin oder keinen Sieger dieses Abends. Im Grunde ist auch die Zeitregel außer Kraft gesetzt. Also wir begrenzen die Texte heute Abend nicht nach Zeit. Die Poetinnen und Poeten, die wir heute zum Lesebühnen-Special eingeladen haben, dürfen völlig frei ihre Texte lesen und sind nicht irgendwie an 5 oder 6 Minuten gebunden. Im Grunde ist auch die Requisitenregel außer Kraft gesetzt, aber das haben wir heute nicht. Also es wäre zum Beispiel möglich, einen Text mit musikalischer Begleitung oder sowas zu lesen. Das findet aber heute nicht statt, aber vielleicht in einer der nächsten Lesebühnen-Special-Ausgaben im Mai oder im Juni, die wir uns vielleicht noch einfallen lassen, wo wir vielleicht noch was produzieren. Schaltet auch dann wieder ein, wenn es heute einigermaßen gefallen hat, dann vielleicht beim nächsten Mal mit ein bisschen besonderer Lesebühnenatmosphäre, und wir lassen uns was einfallen hinsichtlich musikalischen Begleitungen zu Texten oder ähnlichem Zeugs. Genau, das eigentlich schon zum Ablauf des Abends, zum System sozusagen. Ansonsten, was bleibt noch zu sagen, bevor wir tatsächlich in den Abend starten? Wen haben wir heute am Start? Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir gerade selbst gestellt habe, und ich möchte sie mir sofort beantworten. Wir haben am Start Raphael Breuer, Maestro Confusione und nicht zuletzt Enora Lecor. Drei wunderbare Künstlerinnen und Künstler. Und wir kommen direkt zum ersten hier heute in der Show. Er hört auf den Namen Raphael Breuer. Wer ist der Raphael? Ganz kurz zum Raphael. Raphael ist sozusagen das Gesicht des Sub-Slam. Von der ersten Stunde an hat er den Sub-Slam entscheidend mitgeprägt. Er war beim ersten Sub-Slam dabei. Er war auch bei allen weiteren Sub-Slam-Ausgaben mit dabei, und er hat sie auch gefühlt alle gewonnen. Also Raphael hat mindestens 27 Sub-Slams gewonnen, obwohl erst 8 Sub-Slams stattgefunden haben. Also ihr könnt euch vorstellen, was der Raphael für einen entscheidenden Einfluss auf den Sub-Slam und die Poetry-Slam-Szene in Bayreuth hatte. Ich sage hatte, weil er mittlerweile in München wohnt, was ein Grund dafür ist, dass ich jeden Tag wirklich sehr, sehr traurig bin und an den Raphael denke. Aber nein, die Münchner freuen sich jetzt natürlich, dass sie den Raphael bei sich haben, weil er wirklich ein großartiger Künstler ist. Und ich freue mich umso mehr, dass er heute beim Sub-Slam Lesebühnen Special 3000 mit am Start ist und einen Text mitgebracht hat, den er euch vortragen möchte. Von daher will ich gar nicht mehr Worte verlieren, sondern freut euch auf einen wunderbaren Text vom wunderbaren Raphael Breuer. Ich habe einen Text über Smalltalk geschrieben. Beim Thema Smalltalk, finde ich, ist es manchmal ein bisschen schwierig, weil man ist oft mit Leuten unterwegs, mit denen man nicht so richtig reden kann, wo das Gesprächsniveau dann so ist, so, ja, ist jetzt wieder kälter geworden, ne? Ja, und über dieses Phänomen habe ich einen Text geschrieben, und der heißt Der Gesprächsbaum. Ja, das klärt sich dann noch. Prost, Jungs, ruft einer der Jungs am Tisch und sät mit dieser Aussage den Samen für einen großen Gesprächsbaum. Und wie geht's euch? Fragt er und hofft darauf, dass die anderen seinen Baum gießen. Sofort entsteht ein Reaktionsgestrüpp bestehend aus Ja, muss ja, ne? Mir werden ja alle jünger. Und dem scheinbar von Kontext und Sinn befreiten. Ja, ist ja jetzt wieder kälter geworden. Eines der Mädchen dreht sich zu mir. Du, du machst doch dieses Poetry Slam, oder? Ja.
Hey, ich könnte es fein nett. Oh, danke. Tatsächlich weiß ich nie, wie ich darauf reagieren soll. Ich meine, die Person sagt doch nur, dass sie etwas nicht kann, was sie noch nie getan hat. Es wird also ein Kompetenzhierarchiegefälle hergestellt, das aber logischerweise in allen Lebenslagen existiert. Wenn jemand sagt, er arbeite als Physiker am Teilchenbeschleuniger und untersuche, ob die Moleküle in Elementarteilchen gespaltet werden oder nicht, sage ich ja auch nicht. Ich könnte es weiter. Und was machst du? Frage ich. Ja, Prüfungsphase halt. Ich habe überhaupt keinen Bock darauf. Ah, soll ich denn antworten? Das packst du schon, Anna, auch wenn sie gar nicht Anna heißt. Oder lieber, ja, das kenne ich, um auf eine Gemeinsamkeit hinzuweisen, was gelogen wäre. Ich bin nicht im Prüfungsstress. Ich bin Geisteswissenschaftler. Ja, oder um den Gag zu aktualisieren, was gelogen wäre. Ich bin nicht im Prüfungsstress. Meine Prüfungen wurden verschoben. Ich entscheide mich für. Oh Mann, na dann viel Erfolg bei den Prüfungen. Danke. Ja, das war es dann auch wieder mit diesem Gespräch. Ich möchte aber, dass ich könnte das Vernett-Mädchen ein bisschen näher kennenlernen und teste einen neuen Gesprächsanstoß. Und? Was hörst du für Musik? Ach, eigentlich alles. Und nein, nein, nicht eigentlich alles. Wenn du sagst, du hörst eigentlich alles, dann hörst du eigentlich nichts. Wenn du sagst, du hörst eigentlich alles, dann hörst du Calvin Harris und Marshmello und wenn du eine ganz Verrückte bist, vielleicht noch Annemarie Kantereit. Aber nein, du hörst nicht eigentlich alles. Also merkt euch, auf die Frage nicht sagen, eigentlich alles. Ich antworte, ah, cool, ich höre auch alles. Da ging es in der Situation nicht anders. Und dann habe ich noch improvisiert und gesagt, ich höre Massive, Classic, Reggae und Funk, Tech Beat und Punk, Old School, Hip Hop, Soul, Blues, Bar, Rock, die Beatles und Techno und Technical Death Metal mit Free Jazz Arpeggio. Rappe ich Freestyle, um unnötig zu unterstreichen, dass ich Poetry Slam mache. Okay. Ich versuche die Situation mit Was sind deine Hobbys zu retten und fühle mich dabei wie ein fleischgewordenes Diddle-Freunde-Buch. Ich meine, was soll sie denn antworten? Reiten, malen und mit Freunden treffen. Sie antwortet aber tatsächlich darauf und sagt, ich mag Musik. Ja, natürlich mag sie Musik. Jeder mag Musik. Aber das hat sie damals wahrscheinlich auch bei Was ich mag reingeschrieben. Ich mag Musik, Essen und meine Freunde. Ja, danke für die Info. Ich wäre sonst davon ausgegangen, dass du sagst, bah, was Musik? Nee, kann ich gar nicht leiden. Noch schlimmer als Essen. Aber am meisten hasse ich Freunde. Auf der anderen Seite des Gesprächsbaumes haben sich die Hauptzweige weiter aufgeteilt. Ich schnappe sowohl einzelne verwelkende Blätter auf wie ich gehe kurz aufs Klo, dann können wir genau an dieser Stelle weiterreden. Oder, ja Mann, das war echt lustig. Nicht? Ja, hätte man dabei sein müssen. Als auch neu entstehende Äste wie, warst du beim Friseur? Oder der allseits beliebte Lückenfüller. Ach, schau mal, hast du große Hände? Vergleich mal mit meinen. Meine sind viel kleiner. Es gibt unterschiedlich große Größen von Händen. Verrückt. Ich sehe, dass es, ich könnte das vernette Mädchen ein anderes Bier trinkt als ich und teste einen letzten Gesprächsanstoß. Hey, du trinkst ein anderes Bier als ich. Ja, ich trinke das ganz gern. Das, ja, an der Stelle kommt normalerweise jetzt ein regionaler Gag. Also ich gehe auf die Stadt ein, in der ich auftrete, mit den Biermarken. Ja, ich trinke das Augustiner ganz gern, aber auch ab und zu mal einen Krombacher oder einen Flensburger. Ich hoffe, jetzt habe ich alles regional abgedeckt. Wow, das war ein wunderbarer Moment. Gerade ist mit dieser Aussage, dass ich könnte das Vernettmädchen in meinem Kopf zum Biermädchen aufgestiegen. Ich spüre, wie sie mit diesem bunteren Blatt unserem Ast neue Blüte verleiht. Kurz wünsche ich, es wäre ein Mistelzweig und dass ich gerne meine Gießkanne über sie entleeren würde, bis ich merke, dass auch diese Metapher gerade ihre Grenze erreicht hat. Aber sie mag Bier. Bisher hätte ich auf die Frage, und wie ist sie so geantwortet? Naja, Poetry Slam könnte sie nicht, Prüfungen schreiben will sie nicht und wahrscheinlich hört sie nicht viel Musik. Wieso sagen Leute so oft, was sie nicht können und nicht tun, statt einfach, was sie können und tun? Solche Aussagen lassen den Baum unaufhörlich schrumpfen. Da kann sie ja gleich anfangen mit, Hi, ich heiße nicht Laura. Das bleibt dann halt ein Bonsai-Baum. Man kann es jetzt nicht sehen, aber ich mache eine ganz kleine Geste da unten. Ein Bonsai-Baum. Aber jetzt lässt sie unserem Baum wenigstens eine Chance zu wachsen. Es reicht ja auch, zu zweit einen Gesprächsbaum zu gießen. Notfalls auch mit Bier.
Dankeschön. Ja, das war der Raphael mit seinem Text Der Gesprächsbaum. Ja, und ihr merkt, ich mache es mir hier ein bisschen gemütlich. Lesebühne ist immer ein bisschen gemütlicher als so ein stressiger Slam. Beim Slam ist tatsächlich auch das Zeitlimit, das kann schon sehr stressig sein. Das ist heute ein bisschen entspannter. Da kann man sich ein bisschen zurücklehnen und muss da nicht so Angst haben. Also mir ist es tatsächlich auch schon passiert bei Poetry Slams, dass die Moderatorinnen live losen. Das heißt, die stehen auf der Bühne und nehmen jemanden aus dem Publikum als Losfee, der dann ein Los, der oder die dann ein Los zieht. Und ja, und dann entscheidet sich quasi, wer jetzt als nächstes lesen darf. Und das ist immer sehr tricky, gerade wenn das Zeitlimit nur so 5 bis 6 Minuten beträgt. Gerade für mich. Ich befinde mich dann nämlich sehr oft, wenn ich das ein oder andere Bierchen am Abend getrunken habe, noch auf der Toilette, während ich dann von der Losfee gezogen werde. Das ist nicht erst einmal vorgekommen. Von daher, ich möchte gar nicht weiter darauf herumreiten, sondern direkt die nächste Künstlerin ankündigen. Sie hört auf den Namen Enora Lecor und auch zu ihr ein paar kleine Infos. Wer ist Enora? Ich möchte euch die Enora ganz kurz vorstellen. Enora ist tatsächlich das erste Mal bei einem, ich habe sie gefragt nochmal, ob sie das dann datieren kann, das erste Mal aufgetreten bei einem Poetry Slam 2018 im Oktober beim U20 Poetry Slam in Erlangen. Das ist insofern bemerkenswert, dass sie letztes Jahr, also nicht mal ganz, glaube ich, ein Jahr oder circa genau ein Jahr nach ihrem ersten Auftritt schon beim Frankenslam, bei der Fränkischen Meisterschaft im Poetry Slam in Fürth im Stadttheater den zweiten Platz geholt hat und fränkische Vizemeisterin geworden ist. Völlig zu Recht, weil sie über das komplette Jahr hinweg wirklich sehr, sehr viel und sehr, sehr intensiv und großartig ja, die fränkische Slam-Szene mit geprägt hat im letzten Jahr. Insofern, ja, die Newcomerin des letzten Jahres in der fränkischen Slam-Szene. Und das freut mich natürlich, dass ich sie heute hier haben darf beim SubSlam Lesebühnen Special 4000. Und sie liest euch jetzt ebenfalls einen Text vor. Sie hat, glaube ich, eine Kurzgeschichte mitgebracht. Von daher freut euch auf eine wunderbare Kurzgeschichte von Enora Lecor. Ich habe jetzt eine Kurzgeschichte für euch und sie trägt den Titel Kasimir. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Oft sitzen sie, gemeinsam mit den anderen in der Grünanlage, am Fuße der Musikschule. Von außen wirken sie elitär, nun gut, so elitär wie Künstler wirken können. Ihre Eltern tun so, als sei Klavierspielen wie sehr rhythmisches Atmen, es ist immer das Gleiche. Die anderen liegen im Gras, schweigend, auf ihren hochwertigen Stoffjacken mit goldenen Knöpfen, die Körper so schwer, dass sie beinahe in der Erde versinken. Luise lehnt an einem schweren Stein, die Augen schläfrig, den Kopf in die Sonne gereckt. Nicht so Kasimir. Er sitzt aufrecht mit ordentlich gefalteten Beinen, die Hände auf die Knie gelegt, blickt mit weit offenen Augen einen Punkt in der Ferne an, als würde er die Sonne herausfordern, doch auf eine sehr friedliche Art und Weise. So war er immer. Auch beim Vorspielen, bei Wettbewerben, Konzerten, unnahbar, ruhig, gefährlich. Und wenn er sich an den Flügel setzte, löst er den Blick vom Horizont und versinkt in sich selbst. Jeder Klavierlehrer, der versucht, Kasimir zu formen, prallt ab. Er scheint mit seinen graugrünen Augen eine Mauer zu ziehen, von seiner Nasenspitze bis zum Horizont. Kasimir könnte jedes Stück lernen, was ihm seine Lehrer vorsetzten. Und trotzdem, nach jeder neuen Probestunde und jedem zweiten und dritten Versuch, geben die Lehrer auf.
Einer der anderen fragte mal, ob Kasimir denn keine Eltern habe. Sie würden ja nie gesehen. Er fragt das so, wie man fragt, ob das heimische Bücherregal nach Autor oder Farbe sortiert sei. Er hat nie eine Antwort bekommen. Luise hatte schon oft versucht, ihre Klavierlehrerin zu befragen. Frau Bachmann trägt immer hochgeschlossene Blusen und trinkt sehr schwarzen Kaffee, während Luise ihre Fingerübungen spielt, ihre Etüden, die kurzen Stücke vom Blatt. Meist bewegt sie sich nicht. Außer Luise macht einen Fehler. Dann richtet sie blitzschnell den Kopf auf, sagt G, A-Dur oder Piano und bevor Luise ihren Blick zu fassen bekommt, schaut sie wieder zu Boden. Als Luise beschließt, Frau Bachmann nach Kasimir zu fragen, spielt sie gerade eine Etüde von Czerny. Mitten im Takt lässt sie ihre Finger auf der Tastatur verweilen und schaut sie an. Frau Bachmann blickt auf, erwartend, schweigend. Was ist mit diesem Kasimir? Fragt Luise in die Stille hinein. Frau Bachmann presst die Lippen aneinander. Leicht weißlich, die Augen voller Güte. Dann strafft sie ihre Gesichtszüge, setzt sich auf und sagt mit bemüht neutralem Tonfall, erste Terz Sistur. Luise spürt einen Kälteschauer über ihren Rücken schleichen. Sie dreht sich steif zurück zur Tastatur, schlägt die Töne an, stolpert durch das Stück. Ihre Gedanken rasen. Am Ende der Stunde schließt Frau Bachmann wortlos die Tür hinter Luise. Einmal, es war 3 Wochen später, das Fenster im Dachgeschoss über dem Flügel gekippt, spielende Kinder, klebende Hände vor Eis. Nach der Klavierstunde schlägt Luise beim Öffnen der Tür ihre Lehrerin hinter ihr die Hitze ins Gesicht. Ihre Haut kribbelt angenehm, ein Schauer durchfährt ihren Körper. Und da spricht Frau Bachmann, leise, aber gefasst. Kasimir ist ein Spielball seines Glücks, ein Spielball seiner selbst. Ihre Stimme leicht und beschwichtigend. Die Tür fällt hinter Luise ins Schloss. 2 Wochen später gewinnt Kasimir den wichtigsten Wettbewerb des Jahres. Der erste Gewinner, der allein auf der Bühne steht, ohne einen Klavierlehrer. Ohne Eltern. Nur er steht da. Die graugrünen Augen starren an die schrecklich schwarze Rückwand des Saals. Sie scheint seinen Blick zu schlucken. Das Publikum klatscht und jubelt. Kasimir gibt allen die Hand, posiert für die Fotos, spricht kurz mit dem Journalisten vom Tagesblatt mit kratziger Stimme, leise und brüchig. Der Journalist schmiert mit einem Bleistift Notizen auf seinen Block, Blick abgewandt, desinteressiert, aber pflichtbewusst. Luise ist an der Reihe, ihm zu gratulieren. Sie lächelt unsicher, er mit seinem Horizontblick. Gratuliere, Kasimir, das war toll. Danke. Dann Stille. Und langsam, in einer ganz kleinen Bewegung, kaum wahrnehmbar, kippt er seinen Kopf und schaut sie an. Sie hat das Gefühl, sein Blick durchbohrt sie, stechend, etwas neugierig. Grün-graues Leuchten, wie trübes Flusswasser. Ein Anflug von Trauer, wie ein Schleier. Angst. Luise hält seinen Blick fest. Einige Sekunden. Ihr Herz pocht dumpf. Noch immer lächelnd, unter Strom, dreht sie sich langsam um, geht, packt ihre Notenblätter, ihre Haarbürste, ihren Schal. Vor der Konzerthalle schnappt sie nach Luft. Ein warmer Sommerwind streicht an ihren Beinen entlang. Sie wartet, ziellos. Nach einiger Zeit, die letzten Menschen strömen aus der Halle, ausgelassen, saugen gierig die letzten Sonnenstrahlen auf, die Sonne geht unter. Kasimir kommt. Der gleiche Horizontblick. Luise hält die Luft an. Ihr Blick bohrt sich in seinen Rücken. Doch Kasimir geht. Er wendet sich ab in die Dunkelheit. Dankeschön. Ja, das war die Enora für euch mit ihrem
wunderbaren Text. Und ja, jetzt sind wir quasi schon fast am Ende des Abends angekommen oder beziehungsweise ja zumindest im letzten Drittel dieser Show des SubSlam Lesebühnen Specials 7000. Und wir kommen zu einem Mann, der hört auf den Namen Maestro Confusione. Also es gibt im Bereich des Poetry Slam also Künstlerinnen und Künstler, die sich ganz ausgefallene Künstlernamen geben. Man merkt, dass diese Menschen was mit Worten zu tun haben und sich dann schöne Wortspielchen einfallen lassen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woher der Name Maestro Confusione kommt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ihn auch noch nicht gefragt. Das ist natürlich, muss ich zu meiner Schande zugeben. Aber was ich über ihn weiß, ist, dass er 2007 bereits das erste Mal bei einem Poetry Slam aufgetreten ist. Das heißt, er hat mittlerweile 13 Jahre Poetry Slam Erfahrung. Das war ungefähr die Zeit 2007, als ich meinen ersten Poetry Slam als Zuschauer mal mitverfolgt habe. Von daher, so lange steht er schon auf den Bühnen der Region. Und er ist auch ein absoluter Stammgast beim SubSlam, also auch fast jede Ausgabe, glaube ich, mittlerweile beim SubSlam miterlebt und natürlich ein sehr prägendes Gesicht des schnuckeligsten Slams überhaupt. Freut euch auf Maestro Confusione. Die Nibelungen. Da niederlag ich im tiefen Gras, lauschte den Vögeln, die erzählten sich was von Blutbad, Balmung und Lindenblatt. Ich fragte mich, sind die noch ganz glatt? Ich lutschte an einem Halm herum und folgerte so gar nicht dumm. Wenn ich der Vögel Sang verstehe, ist Drachenblut wohl in der Nähe. Besah genauer mir die Sache und lag in einer roten Lache. Mein ganzes Kleid, das klebte sehr. Den Fleck entferne ich nimmermehr. Kurz überlegte ich mir, mich zu entkleiden, mich damit gut einzureiben, im Drachensaft wälz ich mich fein und werd dann unverwundbar sein? Doch warnte mich mein Witz zum Glück, denke an dein bestes Stück und ans Schmusen mit dem Weibe. Wenn unverwundbar ist dein Leibe, was ist mit deinem Hauptgefühl? Die Mär verrät davon nicht viel. Am End bist du zwar eisenhart, doch wer streichelt dich dann zart? Da schmähte ich den Zauber lieber und ich kniete mich rasch nieder, um an einer schönen Quelle mich mal eben auf die Schnelle von allem Blute zu befreien und auch den Tropfen auszuspeien, der meine Zunge schon benetzte, da es mich doch recht entsetzte zu hören, was die Tiere riefen. In Luft und Wasser und im tiefen, dunklen, unbewohnten Wald, ihr Rufen, das war der Gestalt voll von Fluchen, Schimpfen, Verben. Ein jede Jungfrau wird verderben, schamgerötet niedersinken gar vor dieser lästerlichen Schar. Denn im Schall der Frühlingsluft das Getier laut Ficken ruft. Doch wie es die Sage halt befiehlt, ein Blutblatt ich am Leib behielt. So wusch ich ab von mir das Blut und fühlte mich gleich wieder gut, denn vegan, das lasst euch raten, ist sicher nicht der Drachenbraten. Ich fragte mich ja sowieso, wohin der Drache wohl entfloh, denn nicht zur Rechten noch zur Linken fand ich einen Drachen stinken, so wie ich wähnte, es soll's sein, ging er an Stahlvergiftung ein. Doch nein, kein Untier war zu sehen, nicht im Kriechen, nicht im Stehen. Da kam mir auch gleich in den Sinn, junge Mann, wo denkst du hin? Der Drache spielt kaum eine Rolle in dem doofen Nibelungenlied. Der olle Dichter, kaum der Rede wert, befand des Drachen Tod aus Siegfrieds Hand. Hagen weist mal kurz drauf hin, so wie auf den Reingewinn aus dem Nibelungenhort, und schon schreit das Lied fort. Ich macht mich hurtig auf die Reise, kehrte auf die schnellste Weise an den Burgundenhof zurück. Das war schon echt ein starkes Stück. Mein trautes Ross kannte sich aus und brachte mich direkt nach Haus, wo Feuer sie entzündeten, Fanfaren mein Kommen kündeten, das Volk jubelnd zusammenlief, man lauthals meinen Namen rief.
Die schöne Kriemhild war mir hold, die Taschen hatte ich voller Gold. So wage ich auch zuzugeben, mir gefiel das Heldenleben. Hagen sah zwar finster drein, doch darauf ging ich nicht erst ein. Ließ ihn grummelnd einfach stehen, um auf Gunther zuzugehen. Der mächtige Burgunderkönig lächelte sogar ein wenig, als ich Hagen stehen ließ und stützte sich auf seinen Spieß. Ja, die rote Nase zeigte mir, der Spätburgunder herrschte hier. Kriemhild sah mich lüstern an. Nimm mich jetzt, o schöner Mann! Nicht so schnell, rief Gunther da. Wir brauchen erst das Tralala mit der Hochzeit und dem Pfaffen, denn sonst hält man uns für Affen ohne Zucht und Höfischheit. Ach, was bin ich all das leid, und noch was fehlt bei der Geschicht, denn wenn die vögelt und ich nicht, dann werde ich furchtbar unzufrieden. Also hilf mir zu besiegen die Königin aus Isenland in ihrem coolen Schwangewand. Wenn die ihre Töne schmettert, während Gunther sie hart brettert, kannst du Kriemhild gerne haben und nicht an ihrer Schönheit laben. Kriemhild machte mich ganz geil, bewegte sanft ihr Hinterteil. Ach, da ließ ich mich nicht lange bitten und sagte ja mit fröhlich Nicken, stieg mutig auf das Drachenboot und kotzte dann in meiner Not die ganze lange Fahrt daher. Ich mag es nicht, das raue Meer. In Isengard dann angekommen, hatte Björkhild schon vernommen, dass Gunther um sie werben wollte, worüber sie gar grässlich grollte, denn, das sagte sie sogleich, er war für sie zu fett und weich. Sie wollte einen starken Mann, der mehr als nur doof saufen kann. Einen, der sie unterwerfe und mit seiner Stimme Schärfe ihre Lust würde entfachen, ohne lauthals loszulachen. Einen Dominus mit Stil. Das wäre doch wirklich nicht zu viel verlangt in ihrer königlichen Lage. Einen, der nicht gleich verzage, nehme sie ihn lustvoll mit auf innigen Walkürenritt. Da sagte ich, hey, Björkhild, hör! Gunther schenkt dir sein Gehör und nimmt dich auch hart und wild und gierig, aber steh da nicht so schmierig, sondern leer mit ihm die Humpen. Dann wird er dich heftig pumpen, dir den Hintern schön verbläuen und den Körper dir verteuen. Richt, nuschelte da Gunther platt und sich schon fast verquasselt hat, doch ich lobte seine harte Hand, bis auch endlich er verstand, dass man Björkhild nur gewinnt, wenn man sich dominant benimmt. Also soffen wir den guten Wein, bis sich der Rausch auch stellte ein und Björkhild nicht mehr mitbekam, dass nicht Gunther, sondern ich sie nahm. Jungfrau blieb sie wie befohlen, doch tat ich sie recht wild versohlen, bis sie aus voller Kehle sang, wie gerne sie nun mit uns kam. So brachten wir den Björkhild heim, ich freute mich auf Stelldichein mit Kriemhild, meinem süßen Schatz. Wild war der Begrüßungsschmatz. So heiß und innig ihr Begehren, ließ glatt den Gottesdienst gewähren, den Priester heilig uns vermählen, war schon am Sekundenzählen, bis endlich wir im Schlafgemach. Doch was musste ich erleben? Ach, die Hose auf, Kriemhild ab. Sie rubbelte und wartete, dass ich alles gab, rieb und rieb, doch trotz all ihrer Mühe blieb die Lanze müde tief im Schaft. Trotz Kriemhildes meisterhaft mit Kunst betriebener Liebesmüh kam ich nicht, nicht mal zu früh. Leise raschelnd rieselte herab ein rotgetränktes Lindenblatt. Ja, das war der mysteriöse Maestro Confusione mit seinem Text und jetzt haben wir noch zum Abschluss des Abends noch einen Text von einem Künstler. Künstler kann man ihn eigentlich nicht nennen. Er hört auf den Namen Stephen. Und das bin ich. Und ich habe einen Text dabei. Der Text, den ich bei meinem allerersten Poetry Slam vorgelesen habe, den habe ich damals geschrieben, als ich aus Bayreuth quasi weggezogen bin zum Studieren nach Nürnberg. Also sehr, sehr weit. Nicht. Und
Ja, da habe ich eben diesen Text geschrieben und ich habe das damals so gemacht, dass ich meinen Texten immer ein kleines vierzeiliges Gedicht vorangestellt habe, was in irgendeiner Weise mit diesem Text zu tun hat. Und da habe ich eben ein kleines vierzeiliges Gedicht geschrieben über Bayreuth. Dazu muss man wissen, dass Bayreuth im Endeffekt nur zwei Jahreszeiten hat. Es ist also ganzjährig kalt und im Winter ist es kalt und neblig und im Sommer ist es kalt und klar. Mehr muss man über Bayreuth eigentlich nicht wissen, außer dass zufällig mal irgendwie Wagner da gewohnt hat. Aber das war es dann auch schon. Und das ist Bayreuth. Und da habe ich einen Text drüber geschrieben. Und der hört auf den Namen Urlaub. Und geht ungefähr folgendermaßen. Viel Spaß. Durch den Nebel zieht man erst sehr spät, dass in Bayreuth gar nichts geht. Ich reise nur sehr selten. Das liegt zum einen daran, dass es mir die notwendigen Utensilien fehlt. Reisekoffer habe ich nicht, Kulturbeutel habe ich auch nicht. Ich meine, wozu brauche ich sowas? Ich bin Franke. Ich bringe Kultur für gewöhnlich nur mit Bier in Verbindung. Zum anderen fehlt es mir auch viel zu oft an Zeit, um wegzufahren. Dabei ist es gar nicht so, dass ich es nicht mag zu verreisen, noch viel lieber mag ich es eben nicht zu verreisen. Vor kurzem zum Beispiel, da war ich in Lindau am Bodensee. Da war es schon schön, vor allem wegen des Sees und so, aber leben könnte ich da nicht, weil da gibt es keinen Brezenkolb und auch kein ordentliches Landbier. Einen anständigen Fußballverein hat der Bodensee auch nicht und warum sollte man eigentlich auf die blöde Idee kommen, zum Beispiel wegen der schönen Aussicht an den Bodensee zu ziehen, wenn einem die Villen der feinen Herrschaften am Seeufer ständig die Sicht versperren? Nee, also wirklich nicht. Aber ist das nicht der eigentliche Zweck des Verreisens, sich im Urlaub Orte zu suchen, wo man gerne hinziehen würde, weil dann könnte man ja da leben, wo andere Urlaub machen und auch das wäre schon schön. Alles fing an, als ich noch ein kleiner Junge war. Da hatte meine Mutter mal Freundinnen zu Gast. Es war Anfang September und nach kamen alle unsere Bekannten wieder aus den Ferien zurück. Da saßen dann also die Uschi, die Hanni, die Margit, meine Mutti und meine Mutti im Wohnzimmer und erzählten vom Urlaub. Na, wo wart's denn ihr, Uschi? Wir waren in Thailand. Oh, Thailand, wie war's denn da? Schee, also schon schee, aber leben können die da nicht. Nee, kennen die wirklich nicht. Viel zu heiß ist es da, nur Meeresfrüchte essen die ja, den ganzen Tag nur Reis und Meeresfrüchte und verstehen tut man die auch alle nicht. Die Thailänder. Also fällt Thailand schon mal weg, dachte ich. Dann erzählte die Margit, sie sei in Irland gewesen. Da hat es zwei Wochen lang nur geregnet, viel zu kalt war es, also schon schön, aber halt kalt und verregnet und sehr einsam da im Hinterland. Und die Iren seien zwar alle schon sehr nett gewesen, aber viel zu oft viel zu betrunken, als dass man sie hätte verstehen können. Fazit, schon schön, vor allem wegen der Landschaften, des ganzen Grüns und so, aber leben kann man da nicht, nee, also wirklich nicht. Zum ersten Mal verstand ich nun, warum meine Eltern jedes Jahr mit uns in den Urlaub fahren wollten, um Orte zu finden, wo man mal hinziehen und leben kann, weil es einem entweder daheim zu langweilig wird oder, und das empfinde ich auch heute noch als den logischsten aller Gründe, weil man wie wir halt nur aus Bayreuth kommt. Also schnappte ich mir ein Edding und ging zu meinem Schreibtisch. Als Arbeitsunterlage hatte ich eine Plastikmatte, auf der die Weltkarte mit allen Ländern eingezeichnet war. Dann machte ich auf Irland und Thailand ein dickes schwarzes X als Zeichen für schon schön, aber leben kann man dann nicht, selbst dann nicht, wenn man wie wir nur aus Bayreuth kommt. Das wollte ich zwar zunächst selbst nicht glauben, aber die Uschi und die Margit lügen schon nicht, dachte ich. Während unserer Urlaubsreisen in den Folgejahren war ich dann besonders aufmerksam und habe mit meinen Eltern immer darauf geachtet, ob man dann wirklich da leben kann, aber wir rannten von einer Enttäuschung in die nächste. In Bibione in Italien zum Beispiel, da war es schon schön, aber da gab es so gut wie keine Italiener. Dafür haben wir unsere Nachbarn getroffen, anständiges Bier hatten die da auch nicht und überall standen nur so hässliche Betonklötze rum. Da kannst du ja gleich in den Osten ziehen, hat mein Papa gesagt. Cannes in Frankreich war viel zu teuer und Florida war schon schön, vor allem wegen der Everglades mit den ganzen Krokodilen und so, aber da haben wir dafür umso mehr Amis getroffen und ach, wäre Florida schön ohne Amis, habe ich gedacht. So ging das jahrelang. Immer mehr Länder haben wir bereist und darauf getestet, ob man noch wirklich da leben könnte. Meine Weltkarte wurde immer schwärzer und schwärzer und schwärzer und ich begann langsam daran zu zweifeln, dass die Welt wirklich ein schöner Ort ist, wenn der einzige Fleck, an dem man doch tatsächlich leben kann, Bayreuth sein sollte. Bis ich eines Tages wegen meines Studiums von Bayreuth nach Nürnberg zog. Ich gebe zu, die Strecke ist jetzt nicht wirklich gigantisch groß, aber warum ans andere Ende der Welt fliehen, wenn doch die schönsten Orte direkt vor der Haustüre liegen? Nürnberg hat den Brezenkolb. Mehr Land und Keller und helles Bier, als ich an einem Abend trinken kann. Und wenn man mal halbwegs anständigen Fußball sehen will, ist man in 10 Minuten vom Hauptbahnhof in Nürnberg in Fürth.
Auf jeden Fall fand ich Nürnberg so sympathisch, dass ich mir dachte, jo mei, passt schon, und es fortan mein Zuhause nannte. Und letztens, da war ich mal wieder in Bayreuth, Freunde besuchen. Da war es schon schön, vor allem wegen der Mainauen und der Eremitage und so, aber da gibt es kein Brezenkolb und auch nicht so viel Landbier, wie ich es mir wünschen würde. Und was die mit ihrem komischen Wagner haben, das habe ich ja bis heute nicht verstanden. Der war ja nicht mal Bayreuther, ganz im Gegensatz zu den ganzen echten Bayreuthern, die sonst so in Bayreuth leben, und die soll auch erstmal einer verstehen. Also leben könnte ich da nicht. Nee, könnte ich wirklich nicht. Ich reise nur sehr selten. Dabei ist es gar nicht so, dass ich nicht mag zu verreisen, noch viel lieber mag ich es eben nicht zu verreisen und dort zu bleiben, wo es am schönsten ist, zu Hause. Ja, das war ich mit dem letzten Text des heutigen Abends. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und fandet die Texte einigermaßen okay, und wir sehen uns dann vielleicht im Mai oder im Juni zur nächsten Ausgabe des Super Sub Slam Lesebühnen Specials 4.500 wieder. Und genau, an dieser Stelle noch ein Dankeschön an natürlich unseren Freunden und Förderern vom Subkultur e.V. Und ansonsten natürlich noch ein großes Dankeschön an unsere drei Gastkünstler des heutigen Abends, nämlich Maestro Confusione in Nora Le Corps und Raphael Breuer in umgekehrter Reihenfolge. Danke an euch dreien, danke für die tollen Texte, und ja, vielleicht sehen wir ja den oder die ein oder andere im Mai oder im Juni ja hier auch wieder, und die lesen wieder den ein oder anderen Text für euch vor. Auf jeden Fall kümmern wir uns darum, dass vielleicht sowas wieder stattfinden kann und dass wir dann wieder tolle Beiträge und vielleicht das ein oder andere Besondere für euch dann am Start haben. Von daher, das war's. Macht euch einen schönen Abend. Bleibt vor allem gesund und schaltet das nächste Mal wieder ein. Bleibt der Subkultur treu, und wir sehen uns beim nächsten Mal.